Was sagen manche? Schau mal, der ist Salafist, der ist gefährlich, weil die Medien schreiben, ein salafistischer Prediger. Das schreiben sie über jeden, der an was festhält, an Koran und Sunna. Das geht nicht um Araber, um Türke, um Albaner. Das geht nur um Koran und Sunna. Ihr solltet wissen, liebe Geschwister, und wir kommen gleich dazu, diesen Leuten, die Islam hassen, geht es nur darum, dass wir an Koran und Sunna festhalten, dass wir an unserem Buch festhalten. Schaut mal, deswegen sagen sie, die Salafisten nehmen den Koran wortwörtlich. Ja, wie sollen wir ihn denn sonst nehmen? Heißt Beten Yoga? Heißt Fasten Tennisballspiel? Wie sollen wir ihn denn sonst nehmen? Was meinen sie damit? Du hältst dich an dein Buch, weil sie wollen, dass du genauso wirst wie sie. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. Sie wollen, dass ihr Kufr begeht, so wie sie Kuffar sind. Schaut mal, subhanallah. Sie wissen, sie sind auf Batil. Sie wissen, sie haben nicht die Wahrheit. Sie wollen, dass ihr Muslime Kufr begeht, wie sie bereits auf dem Kufr sind. Warum? Damit ihr gleich seid, damit es keine gute Gruppe gibt und eine schlechte Gruppe. A'udhu billahi wie Uthman. Obwohl die Überlieferung Schwäche enthält, er sagte, eine Gruppe von Prostituierten wünschen sich, dass eine rechtschaffene Frau ebenfalls als was bezeichnet wird? Als Prostituierte, damit sie nicht schlechter sind als sie. Und genau dieses Prinzip haben wir.